Was geht ab? Heute zeige ich euch meine Produkte, die ich aus der Drogerie sehr liebe. Sehr liebe. Und auf die ich schwöre. Es gibt tausend Dinge, die ich überhaupt nicht mag aus der Drogerie. Leider ist es ganz oft Gesichtspflege. Aber es gibt Dinge, die ich über alles liebe und die ich ständig nachkaufe. Und deswegen dachte ich, hi 2020. Das solltet ihr zu Hause haben. Alright. Ehrlich gesagt, es ist der brutalste Eyeliner der Welt. Und ehrlich gesagt, dieses Video wäre nichts ohne ihn. Ich habe 2019 diesen Eyeliner zugeschickt bekommen und habe ihn einmal benutzt, weil mein Marc Jacobs Liner war irgendwie verklebt, weil der wird so klebrig oben am Rand. Sprich, manchmal ziehe ich sogar dieses Verklebte mit einer Pinzette raus aus dem Dings. Er ist der schwarzeste Eyeliner und er wäre perfekt, wenn das nicht passieren würde. Aber ich hatte dann keinen Bock auf den und habe dann von Catrice den Calligraph Pro Matte Liner Waterproof rausgeholt. Ich kann nicht bestätigen, dass der waterproof ist. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ein normales Micellwasser oder ein Wasser es nicht runterkriegen würde. Ich denke, das geht auf jeden Fall. Er ist vegan, wenn ihn jemand essen möchte. Und jetzt die Veganer so, unlustig. Er hat eine gigantische Spitze, die so lang hält. Also Preis-Leistung ist bei diesem Liner bombastisch. Er ist einfach so schön schwarz und man kann einfach, wenn man ihn sehen würde, perfekt damit malen, weil er einfach eine mega Spitze hat. Also er ist so... Ich so, okay, ich übertreibe jetzt meine Rolle. Du kannst alles zeichnen damit. Der ist brutal. Ich finde den so gut. Er kann einfach den schönsten Liner der Welt malen. Und er wird so trocken. Also er wird ganz matt. Das ist halt das Ding. Wenn ihr das so liquidy mögt, dann ist das nicht so. Lass uns doch mal kurz nachschauen. Raus aus dem Flugmodus. Rein in die... Er kostet 3,45 Euro. Ist das dein Ernst? Ihr braucht das. Ihr braucht das. Definitiv braucht ihr diesen Liner. 3,45 Euro. Ich kann so schön damit einen Eyeliner ziehen. Ihr könnt das auch. Weiter geht's. Ich bleibe direkt bei Catrice. Ich finde die Mascara bombastisch. Allerdings gibt es ein Manko. Das ist die Iconista, die Lash Millionizer Mascara. Ich habe sie durch eine Kooperation tatsächlich kennengelernt, die ich mit Catrice gemacht habe. Habe sie dann ausprobiert, fand sie richtig gut. Aber ich finde, nach der Zeit fängt die an, ein bisschen zu bröseln. Ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, aber ich finde, selten habe ich so eine Bürste gesehen, die die Wimpern so schön macht. Also ich bin so... Die macht die so buschig, so ein bisschen Wolfie Cindy Style, so ein bisschen so durcheinander, so ein bisschen Cat-Eye-iger. Nicht dieses komplett volle nach oben so, sondern es ist so ein Cat-Eye, was so richtig schön aussieht, mit so ein bisschen buschiger halt. Aber wie gesagt, nach ein paar Stunden fängt sie ein bisschen an zu bröseln. Vielleicht kann es auch sein, dass meine einfach alt ist. Könnt ihr auch gerne mal eure Meinung so ein bisschen in die Kommentare schreiben. Kommen wir zum Lip Liner, den ich gerade trage, den ich sehr hübsch finde. Maybelline, der Color Sensational Shaping Lip Liner Crayon. In der Farbe Nude Seed oder S-E-D, keine Ahnung. Er ist wirklich nude, aber es ist so ein, wenn du sehr braun bist, ist das für dich ein Nude. Es ist schon sehr bräunlich. Also ich kann nicht sagen, dass es nur nude ist. Guck mal bitte, wie dieses Handtuch verfärbt. Es war mal weiß. Ich habe es mit schwarz gewaschen und jetzt ist es graublau oder so. Das ist jetzt meine pigmentierte Lippe. Und ich werde jetzt diesen Lip Liner hier auftragen. Tada! Der ist so schön. Der ist so braun, aber nicht zu braun für meine Hautfarbe. Wenn ihr ein bisschen heller seid, dann kann das natürlich so ein bisschen, kommt das vielleicht ein bisschen intensiver rüber. Dann könnt ihr einfach euren Beauty Blender nehmen und einmal so ein bisschen drüber gehen. Dann wird er so ein bisschen nudiger und hält auch noch ein bisschen länger, weil da noch Puder mit drin ist. Aber bla bla bla. Jedenfalls, das hier ist ein sehr, sehr schöner Lip Liner. Er hält nicht so lange wie die von NYX. Ich habe euch noch von die von NYX rausgeholt. Und zwar die Nude Suede Lip Liner in der Farbe Brunch Me. Ist mein Lieblingston. Das ist so ein schöner korallfarbener, der euch sehr fresh macht. Also so gesund sieht man einfach aus. Ne? Das hier hält bombenfest. Während der, ich würde sagen, so 70% so lang hält wie der. Und wenn der 100% ist, hat das jemand verstanden? Allerdings habe ich noch was von Maybelline, was ich sehr feier, aber ich check's halt gar nicht. Vielleicht könnt ihr ihr helfen. Und zwar, ich finde, die kommen sehr, sehr nah an die Marc Jacobs
Liner. Die Marc Jacobs Highliner, die ich sehr feiere, die so oft in meinen Favoriten drin waren, sind die Tattoo Liner von Maybelline. Die sehen so aus, die sind sehr cremig und sehr, sehr schwarz und die trocknen dann relativ matt. Das hier ist jetzt so ein Grau. Finde ich super, super schön, weil es nicht so brutal ist wie ein Schwarz. Besonders schön bei grünen Augen übrigens. Aber ich weiß nicht, wie man diese Dinger spitzt. Das ist eine Frage, die so mysteriös... Also hier hinten, ne? Hier ist so ein kleiner Anspitzer mit dabei. Aber dieser Anspitzer spitzt lediglich die Spitze. Seht ihr? Das ist so ein Spitzending. Also praktisch... schärft nochmal die Spitze von dem Ding. Aber seht ihr, wie ich den schon misshandelt habe hier? Man kann den nicht richtig spitzen, einfach mit einem normalen Spitzer ist das so schwer, weil dieses Plastik, das ist ja so eine Plastik, das ist kein Holz oder so, das bricht so teilweise ab und dann, wenn man den halt spitzt, seht ihr, wie hässlich das aussieht. Zumal das gar nicht richtig gespitzt ist. Wahrscheinlich sieht es in der Kamera noch humaner aus als in echt. Aber ist das so geeignet dafür oder gibt es irgendeinen besonderen Trick? Weil Maybelline muss hier irgendwas dabei gedacht haben. Ich meine, wir sind hier bei einem Milliarden-Konzern und irgendwie checke ich diesen Stift halt einfach 0,0. Finde ich, wie gesagt, sehr gut. Ich finde, er kommt sehr an Marc Jacobs dran. Er trocknet auch matt und wird dann auch so fest. Ne? Also er verschwimmt kaum, außer ich drücke da voll dagegen. Aber sind wir mal ehrlich, wer macht dann danach so? Also es ist halt so ein bisschen... Alright, let's go. Wir haben noch Pinsel und zwar von Catrice. Die sind jetzt, glaube ich, neu rausgekommen. Ich bin mir nicht sicher, ob es eine LE ist. Bin mir nicht sicher. Ich guck mal nach. Okay. Online finde ich sie nicht, aber sie sehen sehr aus wie die Essence-Pinsel. Catrice Essence gehört zusammen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Geheimnis ist oder ob das jetzt jeder weiß. Aber die gehören auf jeden Fall zusammen und identisch. Vielleicht ist der Pinsel, der hier ist, halt sehr gebraucht, weil ich finde die halt auch sehr, sehr gut. Aber das sind halt einfach wieder LE-Pinsel, wenn ihr an die drankommt. Ich finde die schon sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, Essence, wenn ihr die von Essence habt, braucht ihr die von Catrice nicht. Das wäre eine Geldverschwendung. Für so ein Smoky Eyes eigentlich dieses Trio perfekt. Wenn ihr noch da drankommt, würde ich sie sehr empfehlen. Sie sind sehr weich. Sie sind Synthetikhaare. Man kann super damit Pinsel, also Lidschatten auftragen. Man kann nass auch sehr gut damit arbeiten. Schon sehr, sehr gut. Wie gesagt, ist so eine Nachahmung jetzt von den Essence-Pinseln. Aber das ist dasselbe Haus. Das ist das liebe Cosnova-Haus, das diese Pinsel herstellt. Das ist der Tipp für 3 Euro, Leute. Egal, was mit eurer Haut ist. Ist sie fettig? Ist sie ölig? Ist sie trocken? Egal, was ist. Egal, was mit meiner Haut ist. Weil ich habe eine Mischhaut und ständig verändert sich das Bild meines Gesichts. Das Hautbild. Ich benutze super gerne die Homocenta Aufbaukapseln. Die sind, ich habe jetzt die Umverpackung weggeschmissen. Ich dachte erst, die hätten sie aus dem Sortiment genommen. Aber die haben einfach nur das Packaging erneuert. Das ist jetzt statt... beige ist es lila, kostet 2,95 Euro und ich hoffe, dass sie nicht teurer machen, nachdem ich die Veleda-Tücher für die Küche gezeigt habe. Diese Putztücher hat nämlich Veleda die Tücher teurer gemacht, dachte ich mir so, keine Worte. War doch eh schon teuer. Das hier hoffe ich, dass es gleich bleibt. Ich bin ein ganz großer Fan davon. Ich finde das mega. Das ist eine 10-Tage Aufbaukur. Wann immer ich das Gefühl habe, meine Haut wird durcheinander werden, zum Beispiel bevor ich meine PMS bekomme, so in der Zeit benutze ich die Aufbaukapseln alle 2-3 Monate mal und gebe die mir auf mein Gesicht und auf meinen Hals und auf mein Dekolleté. Die sind super, super ergiebig und machen die Haut wunderschön. Ich glaube, die Marke gibt es schon seit 30 Jahren oder sowas. Mag ich sehr, sehr gerne, finde ich sehr, sehr gut, kann ich jedem von euch empfehlen, egal welches Alter ihr jetzt auch habt und sowas. Mein allzeit geliebtes, schon seit bestimmt 6-7 Jahren benutztes Garnier Micellwasser benutze ich bei... Ich benutze halt keine wasserfeste Mascara, weil ich hasse es, mich mit Öl abzuschminken. Ich habe auch das Gefühl, ich kriege nie die Mascara richtig runter und muss immer so super krasse Sachen benutzen, um das alles runterzukriegen. Und meine Augen sind voller Öl. Ich hasse das. Und das benutze ich jetzt. Verlinke ich euch in die Infobox, finde ich super, super. Habe ich jetzt auch schon gewaschen und wieder benutzt und gewaschen und wieder benutzt. Diese wiederverwendbaren Pads, die habe ich bei Amazon bestellt. Sind, glaube ich, 20 Stück für 12,95 Euro. Aber wie gesagt, die sind halt wiederverwendbar. Es fühlt sich an wie so ein Mikrofaser, finde ich sehr, sehr gut. Eigentlich das hier brauche ich euch gar nicht mehr zeigen, weil ich es euch schon 8 Millionen Mal in die Kamera gehalten habe. Aber es war so ein Vorwand, um euch das zu zeigen, weil die sind brutal gut. Und die schützt die Umwelt auf jeden Fall damit. Und sie funktionieren nach dem Waschen und Trocknen. Und wenn auch sehr, sehr gut, das Make-up. Ich wasche das einfach übrigens mit der weißen Wäsche.
Das kommt in so einem Wäschesack, in so einem kleinen Sack. Da mache ich immer die gebrauchten rein und wenn der voll ist, dann schmeiße ich das einfach in die Wäsche. Ja, und trockne das dann einfach. Das habe ich, glaube ich, in der Türkei gekauft, weil meins leer war. Kusurus Makyaj Temizleme Suyu. Hassas? Ah, für hassase Haut. Also für empfindliche Haut, weil Hassas ist auch arabisches Singen. Neues, haben wir hier noch was? Ah, Concealer finde ich auch bombastisch von Maybelline. Ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Concealer. Ich habe ihn allerdings nur in der Farbe Light da. Ich benutze 06 Neutralizer. Wenn ich den Neutralizer da habe, benutze ich den auch lieber, als dass ich mein Tarte, den Shape Tape oder den MAC Concealer oder was weiß ich benutze. Finde ich den sehr, sehr gut. Ich finde, der hat eine mittlere Deckkraft, die man auch so mit dem Puder dann so macht, dass es perfekt abgedeckt ist, also dass es nicht zu dick und nicht zu dünn ist. Sehr, sehr schöner Concealer von Maybelline, das ist der Löscher. Den gibt es auch schon seit Jahrhunderten, glaube ich. Finde ich sehr gut, dass es den jetzt in mehreren Farben gibt. Allerdings, was ich auch so ein bisschen an der Drogerie bemängele, ist so, man geht in eine Drogerie und dann gibt es so 4 Farben. Dann geht man in die nächste Drogerie, dann gibt es da 6 Farben. Dann geht man in die andere Drogerie, dann gibt es gar nicht. Und ich denke mir so, und die hoffe ich, Leute, gibt es noch. Ich hoffe, es gibt sie noch, weil... Ich schreibe euch die Sachen alle in die Infobox, die ich euch gezeigt habe. Und ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat. Ihr könnt mir gerne schreiben, was ihr so sehen wollt 2020, denn ich freue mich sehr auf dieses Jahr. Danke fürs Zusehen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.